Wer redet hier? Aber ich habe daraus gelernt. Die Verderbnis klebt an den Maschinen wie zäher Honig. Sie treibt sie in den Wahnsinn. Wir hätten wissen müssen, dass diese Kaja-Ungläubigen nur an sich selbst denken. Sie haben die Grenzen abgeriegelt. All das nicht. Na. Hi ho, Trocker! Ich werde sicher auch bald an der Reihe sein. So viele sind tot. So, mit dem Labern, wenn wir da irgendwie können wir doch da labern. Ich hoffe, du kaufst etwas. Läuft gerade nicht. Du beneidest mich, warum? Deswegen? Es war auch... Ich hätte am besagten Tag lieber im Bett bleiben sollen. Ich hätte mir einen Haufen Kohle gespart. Dass ich das spielen kann, ne? Also ich bin ja ganz ehrlich, ich habe wirklich nur wegen diesem Spiel. Vorher hat mich PS4 nie interessiert, auch die Spiele nicht, auch die PS4 Exclusives nicht. Und aber das Spiel, und dann war es auch noch im Angebot am Prime Day, also die Konsole, wobei ich eine sogenannte re-renewed habe, also quasi eine aufbereitete. Aber zu dem Preis habe ich dann gesagt, da kann ich nicht anders da. Und dann haben wir es ja uns geholt. Wird aber zukünftig dann, nachdem es jetzt natürlich dasteht, auch andere Spiele geben. Die wir dann auch darüber spielen werden. Bei Uncharted weiß ich noch nicht. Bin ich noch unschlüssig, kommt ja diesen Monat raus, glaube ich. Aber nächsten Monat wird es dann wohl Destiny 2 hier geben. Zwar auch von der PS4. Ich habe mir damals wegen Last of Us und Destiny eine PS4 gekauft. Nach 2 Wochen wieder verkauft. Gamepad war ein Krampf. Es geht tatsächlich. Also es ist zwar, ich habe vorhin schon erzählt, ich habe vorgestern... Gefällt dir was davon? Also natürlich. Passt der Sound jetzt soweit? Hoffe ich mal. Ich habe vorgestern Just Cause 3 ausprobiert. Gibt es ja aktuell im PS4 Plus oder im PS Plus, wie es heißt, gratis. Solange man PS Plus Member ist. Und das ist echt ein Gekrampfe. Aber Witcher zum Beispiel, Witcher 3, klappt wunderbar. Ich muss mal nur noch die was, wo ist einprägen. Schon komisch, wie man sich an die Eingabegeräte gewöhnt. Bei mir geht auch nur noch die Tastatur. Sound passt, alles klar. Ja, ist halt immer so, ne? Also ich muss sogar sagen, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das mal sage. Am PC habe ich einen Xbox-Controller, einen Xbox 360. Ich komme tatsächlich mit dem hier besser klar als mit dem Xbox 360. Ich habe seit 486er Zeit nur Maus und Tastatur gespielt, geht nichts anderes. Ist bei mir genauso trocker. Und es geht doch. So. ...61 von 100, verkaufen brauchen wir nichts. Wir haben 851 Scherben, wir können uns eh nichts leisten, oder? Erdet. Ein Panzerwandererherz. Ey, seid ihr noch ganz dicht? Die werde ich doch nie zerlegt kriegen. Jut, da müssen wir noch Scherben farmen. Tja, ich muss los. Gute Geschäfte noch. Danke. Wäre schön. So, dann schauen wir mal hier rein.
Wir müssen zwei verdorbene Zonen clearen. Eine Sucherin vor den Toren. Nebenquest, die Rache einer Tochter, Stufe 15. Jagdgebiete. Naja, gut, das machen wir irgendwann mal. Lydia, wo ist denn die? Das ist eine Verdorbene. So vor 25 Jahren. Welches Jahrhundert? Wie gesagt, Trucker, bei mir ist es genauso. Meine letzte Konsole, die ich aktiv gezockt habe, war der N64. Weil die halt mein Bruder hatte. Und das ist mittlerweile 20 Jahre her. Über 20 Jahre. Nein, nicht Jagdgebiete. Überprüfe Dralls Geschichte. Das dürfte dann mein erster Rechner war ein Commodore C16. Mein erster Rechner tatsächlich, oder mein erster Computer überhaupt, war ja nicht wirklich ein Rechner. Auch wenn da irgendwie Personal Computer drauf stand. Das war ein Schneider CPC 64. Mit, und jetzt kommt's, mit einem Green Monitor. Also Green Monochrom und einer Datasette. Da hat für so ein kleines Spiel mit wie Hangman, wer das vielleicht noch kennt, hat mal 5 bis 10 Minuten zum Laden gedauert. 1988 oder so, ne, da war ich noch ein bisschen. Ja, bei mir war es Anfang 90. Weil 88, da war ich 9 Jahre alt. Oder wurde ich 9 Jahre alt? Ich war auf jeden Fall über 10, das weiß ich. Mein Alter war schon zweistellig, als ich meinen ersten gekriegt habe. Ich würde... Da haben wir noch eine Quest, da laufen wir vorbei. Hoppala. Wunderbar. Die Grenze ist geschlossen, aber das wird die Verderbnis nicht aufhalten. So. Was 1921? Sie nicht gewesen wäre, wären alle Verteidigung gestorben. Hält. Viel zu tun. Geht ja mal gar nicht. Habe ich den jetzt schon? Die habe ich doch schon kaputt gemacht. Viel zu tun. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch. Das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Genau. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Aria-Linsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Ja, wenn du so nett wärst. Ja, Gott sei Dank. So. Weißt du, das sagt die schon, wir unterstehen ihr nicht. Was sagt Aloy? Du kannst trotzdem fragen. Ey, als ob wir nicht schon genug zu tun hätten, ey. Lalalalalala. Aber gut. Aufträge.
Vorratsengpässe, Stufe 10, die zur Rüstung nach, ne, das ist die. Wir brauchen eine Lanzenhornlinse. Dann machen wir erst das kurz. Alles klar, Starbuck, dann dir noch einen schönen Abend. Danke, dass du reingeschaut hast. Eine Lanzenhornlinse brauchen wir. Du willst das Loot und die EP, sonst hättest du nicht gefragt. Das ist wiederum richtig, Starbuck. Und da sogar tatsächlich mehr die XP als den Loot. Streamback vergibt's nicht. Seine Seele gehört mir. Nicht wirklich, Trucker. So, dann machen wir erst das und dann versuchen wir uns mal im... in der ersten Brutstätte. Erinnere dich an die, die wir verloren haben. Erinnere dich an mich, wenn ich sterbe. Bitte, bitte. Wieso geht's hier hoch? Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Darüber müssen wir. Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. Ich kann ihn nicht gucken, Misch. Geht's denn dahin? Oh, guck mal. Loot. Echt jetzt? Mehr gibt's hier nicht? Jetzt komme ich mir ja ein bisschen verarscht vor. Aber allein die Aussicht hier. Also es sieht schon echt geil aus. Dann sieht man nach unten. Ah, genau. Herstellen? Nein. Können wir denn dann? Keine Nickelhaut. Die brauchen wir aber für zwei Sachen. Ne? Also wir brauchen noch keine Nickelhaut. Wildschweinhaut. Wow, die scheiß Fischgräten, ey. Und Fischgräten. Keine Nickel, Wildschweine und Gräten. So, was ist jetzt da was? Da müssen wir die Lanzenhornteile sammeln und da hinten müssen wir abgeben. Okay. Dann probieren wir doch mal das da. Da werden wir gleich richtig geil auf die Fresse kriegen. Die könnten sich aber ruhig mal ein Einheits... Ding einfallen lassen für... Nützlich für eine alte Rezeptur. Was die Steuerung angeht. Und der gefällt mir mal überhaupt nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich... Säbel-Dingsbums da nicht leiden kann.
Du hast mir nicht gesehen. Metallscherben plus 28% Feuer, Kühlsaft, Lohe, Zünder. Das sind natürlich die blöden Viecher, die wir brauchen, weglaufen, ne? Schinden die hin? So, ist voll. Lanzenhörner. Du bist ein Lanzenhorn, okay. Wenn ich mehr über diese Maschinen erfahre, kann ich sie vielleicht überbrücken. Also erstmal würde ich sie ganz gerne überhaupt mal kaputt kriegen. Oh. Au! Wow! Eine Linse? Oh, eine Linse. Hi ho, Kelly. Lacke. Zwei Linsen gleich. Wow. Okay, wenn es das schon war. Und Kelly, wie war dein Tag? Jetzt müssen wir erstmal wieder Blümchen sammeln. Ich sehe euch nicht, ihr seht mich nicht. Ich hab gesagt, ihr seht mich nicht. Ich hab doch hier gerade jemanden heulen hören. Ein 5,3 GB PUBG-Patch. Ja. Der Monthly-Patch. Gut, 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 gut. Komm her. Aber dann weiß ich, wo meine 9 GB-Patch heute herkommen. Da kommt noch ein 500 GB-Patch hinten nach, Kelly. Und immer schön leise. Das bin ich sonst nur von Art gewohnt, alle 2 bis 4 Tage. Lauf doch nicht so weit weg. Das kriege ich gleich aufs Maul, wetten. Komm schon. Ich erledige das. Kurz und schmerzlos. Okay, mitten rein muss ich da jetzt nicht unbedingt. 1,5 GB Prey Patch, ja. Wie gesagt, bei mir hat er heute 9 GB runtergeladen.
Oh! Ich krieg gleich aufs Maul. Mama mia! Ah! Was willst du denn hier? Jetzt weicht der aus. Sag Hammer! Au! Du mal stehen? Lalalalalala. Machen die eine Randale hier? Hab ich den schon ausgelernt? Was haben wir hier? Das war die falsche Taste. So, wir müssen aber da lang. Dann tun wir doch zumindest mal so, als würden wir in die Richtung gehen. Ha, sehr nützlich. Ah, la 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 la. Weil ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr, ne? Da ist Farbe. Da können wir hochkraxeln. Und nach oben. Kraxel halt hoch. Auch gern so fit. Hä? Geh halt hoch da. Servus, ich klau dir erstmal dein Zeug, okay? Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile. Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Da hat er gar nicht mal so unrecht, by the way. Dieses Abseilen hier, finde ich, sieht auch mega aus. Hier draußen ist nichts mehr. Schade. Yippie! Sind wir wieder unten? So, jetzt müssen wir wieder zur Sauna zurück, ne? Ja, wenn es denn sein muss. Guck mal einer an. Servus. Lalalalalala. Lalalala. Mach keine dummen Sachen hier. Blümchen pflücken, so viel Zeit muss sein. Hoppala. Ich bin voll getarnt hier. So muss ich denn jetzt. Da lang. Oh, Geld ist wichtig gegen Verderbnis, haben wir gelernt letztes Mal. Ich komme doch hier sicher auch rein. Ah.
ein Nebeneingang. Es tut weh, aber ich habe daraus gelernt. Ja, schön, wenn du daraus gelernt hast. Wo sind die? Hä? Ach, zum Wachturm. Ob der Schnee wohl liegen bleibt? Lesen hilft. Darüber. Dum, 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 dum. Ach, jetzt ist da auf einmal mehr. Nehmen wir mit. Waschbärhaut. Die war da aber vorhin noch nicht, oder? Ich war doch da vorhin gerade oben. Wir haben gleich wieder Level Up. Ich hab deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja. Ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Ist sie jetzt eigentlich wieder... Obala. Ist sie jetzt eigentlich wieder Kriegsherrin? Und was ist mit dem anderen Latrinenputzer? Ey, hab ich den Säbelzahn da hinten nicht gerade kaputt gemacht? Jetzt ist der Scheißviech wieder da. Ein Fertigkeitenpunkt, ich glaube. Jetzt müssen wir erstmal schauen, was wollte ich denn hier eigentlich machen? Schlag von oben. Ja, das reile ich sowieso nicht. Ausweichtalent, nee. Niederschlagen. Es war irgendwo hier herüben. Starker Schlag, stiller Schlag, Schlag von oben, Schlag von unten und Anführerschlag. Was haben wir hier? Schlag von unten. Anführerschlag. Also erst das da, dann hier runter, die zwei werden wir als nächstes machen. Brauchen wir noch ein Pünktle. Dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt mal eine Runde sterben. So, da hoch. Müssen wir eigentlich hier runter? Was ist denn das da? Die Rache einer Tochter, rede mit Soldat. Jetzt mal gucken. Na. Machen wir es halt so. Oh. Ups. Aber wir sind unten. Bist du Solai? Jan sagte, deine Nichte wäre hier gewesen. Nakoa. Dazu habe ich nichts zu sagen. Bitte, ich möchte nur helfen. Ich bin Sucherin und will nach Norden. Jan bat mich, sie zu suchen. Was du mir sagst, bleibt unter uns. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm auf der Suche nach Said.
Ich konnte sie nicht aufhalten. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Das ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Wir sind auch nur eine Nora. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Ich weiß nicht, ob du ihn erreichst. Es heißt, sie haben die Tore geschlossen wegen dieser Korruption unter den Maschinen. Maria weiß vielleicht mehr. Aber sag nicht, weshalb du fragst. Werde ich nicht. Versprochen. Nie wieder. Komm ich alles vor. Begib dich zum Tagturm. Wo ist denn der Tagturm? Hallo? Bin ich jetzt? Das sind die Jagdgebiete. Das da meinst du? Das ist eine sogenannte verdorbene Zone. Die müssten wir von der Verderbnis befreien. Das heißt, die Maschinen in dem Gebiet, die sind noch mal einiges stärker. Die haben diese rote Verderbnis. Weswegen wir ja diesen Trank haben, was uns gegen die Verderbnis schützt. Darum sammeln wir ja immer diese gelben Kräuter. So, das brennt zwar schon, aber wir speichern trotzdem. RIP-Gebiet. Ja, sie sind halt schon Level... Also wir sind jetzt eigentlich auf dem Level, wo wir es machen könnten. Das hier. Stufe 15. Wir haben doch da unten noch irgendwo eins hier. Auch Stufe 15. Stufe 15, Stufe 20. Also die sind schon immer auch ein bisschen Level. Aber die sind schon was härter wie die normalen Maschinen, ja. Das denn hier haben wir noch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ob wir jetzt da sterben oder da sterben, ist Pups Banane. Schauen wir mal da vorbei. Mein Stiften gehen können wir ja immer noch. Die Entwickler sagen ja selber, ne, laufen und später wiederkommen ist bei diesem Spiel keine Schande. Den wollten wir. Aber an dieser Stelle ganz kleine Pipi-Pause, was jetzt mache ich mir gleich in Dose. Paar Minuten Pause, dann geht es gleich weiter und ich mache euch diesmal sogar Musik auf die Ohren. Oder wollt ihr lieber die Musik hören? Was ist euch lieber?
Wobei, da müsste ich mal schauen, was läuft denn gerade für eine Musik. Lindsay Stirling. Das ist natürlich doof. Ja, ich lasse es mal lieber so, weil ich würde es nachher gerne in eine Sammlung packen. Also schneiden und in eine Sammlung. Und sonst muss ich... sonst wird es eventuell gemutet. Mach mal lieber so. Also kurze Pause, gleich geht's weiter. Bis gleich.